Frank Vogel ist seit August 2008 Landrat des Erzgebirgskreises. Der Sosa, Jahrgang 1957, ist verheiratet, evangelisch und Vater von zwei Kindern. Seit anderthalb Jahren setzt er sich dafür ein, dem einwohnerstärksten Landkreis Ostdeutschlands Identität und Profil zu geben. Frank Vogel, ein Organisator und Macher im Sinne des Erzgebirges. Auf ihn ist Verlass. Genau wie auf den wohl schnellsten Erzgebirger. Er ist jung, erfolgreich und kommt aus der Region. Max Neukirchner ist die deutsche Hoffnung im Motorradrennsport. Der Superbike-Pilot ist auf den internationalen Rennstrecken zu Hause. Egal ob in Portugal, Italien oder Spanien, der Stolberger trägt das Erzgebirge in die Welt. Und spätestens seit er 2008 als erster Deutscher ein Superbike-Rennen gewann, zählt er zu den ganz Großen. Noch in derselben Saison folgten 6 weitere Podiumsplätze. Am Ende Platz 5 in der Superbike-Weltmeisterschaft 2008. Max Neukirchner ist schnell, erfolgreich und wahnsinnig sympathisch. Und er ist vor allem eines, aus ganzem Herzen Erzgebirger. Erzgebirger vom Scheitel bis zur Sohle ist auch Dr. Hans Dietel, ein Unternehmer im Unruhestand. Die Menschen des Erzgebirges sind von alters her mit dem Naturwerkstoff Holz bestens vertraut. Ihr Können beruht auf der Erfahrung vieler Generationen. Dietel Bauelemente ist ein holzverarbeitender Betrieb mit langjähriger Tradition im Herzen des Erzgebirges. Der Firmensitz befindet sich im höchstgelegenen Gewerbegebiet Sachsens. Beschäftigt sind seit Jahren ca. 90 Mitarbeiter. Dr. Hans Dietel war von 1999 bis 2009 stellvertretender Bürgermeister von Jöhstadt. Er ist ein Erzgebirger vom Scheitel bis zur Sohle, ein Unternehmer im Unruhestand. Bodenständig, fleißig und zuverlässig. Besonders hervorzuheben ist die langjährige intensive Unterstützung der Preßnitztalbahn, dem touristischen Anziehungspunkt der Bergstadt durch die Familie Dietel. Dampf machen können auch andere. Die Kurt Bauer GmbH schon seit 125 Jahren. Kurt Bauer GmbH. Ein deutsches Textilunternehmen mit mehr als 125-jähriger Tradition. Ein erzgebirgisches Unternehmen mit Weltruf. 120 Mitarbeiter produzieren heute Erzeugnisse, die in Deutschland und vielen Ländern Europas, Westafrikas, Nordamerikas und Ostasiens einen exzellenten Ruf haben. Kurt Bauer GmbH. Moderne Produktion, aktuelle Sortimente, international erfolgreich und dem Erzgebirge verbunden. So hat die Firma als engagierter Ausbildungsbetrieb auch immer die Zukunft des Erzgebirges im Blick. Für seine Heimat setzt sich Steffen Flath auf politischer Ebene ein. Steffen Flath, Jahrgang 1957 in Bärenstein geboren, ein echter Erzgebirger. Gelernter Diplom-Agraringenieur und sächsischer Staatsminister AD. Er ist seit 1994 Mitglied des Sächsischen Landtags und seit 2008 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Davor war er von 1999 bis 2008 in verschiedenen Funktionen Mitglied der Sächsischen Landesregierung. Steffen Flath setzt sich in Sachsen dafür ein, dass es im Erzgebirge weiter aufwärts geht. Für Höhenflüge ganz anderer Art sorgt die Firma Rass Sportschuhe. Firma Rass Spezialsportschuhe in Schönheide. Seit mehr als 35 Jahren werden hier Skisprungstiefel und Spezialsportschuhe entwickelt und hergestellt. Skistiefel für die Weltelite. Viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wurden bei Olympischen Spielen mit Rass-Produkten erkämpft. Wir haben jetzt in der letzten Zeit so ungefähr 80-90% vom Weltmarkt mit unseren Schuhen. Im Skispringen und in der nordischen Kombination. Erst kürzlich flog Simon Ammann mit den Skisprungstiefeln von Rass bei Olympia zum Doppelsieg. Rass Spezialsportschuhe Schönheide. Eine erfolgreiche erzgebirgische Handwerksfirma, die ihren Kunden weltweit zum Erfolg verhilft. Im Erzgebirge bedeutet Handwerk Innovation.
Vom klassischen Emaille-Geschirrproduzenten zum weltweiten Ausstatter von U-Bahn-Stationen hat sich die Omeras GmbH in Lauter entwickelt. Diplom-Ingenieur Andreas Huhn hat an der TU Dresden Maschinenbau studiert. Seit 2003 steht er an der Spitze des größten sächsischen Industrieverbandes Sachsenmetall. Bereits 1994 zählte Huhn zu den Gründern des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes Sachsen, heute unter dem Dach von Sachsenmetall. Andreas Huhn ist geschäftsführender Gesellschafter der auf emaillierte Paneele spezialisierten Omeras GmbH in Lauter. Unterwegs in vielen Ländern, zum Beispiel auch in Dubai und Singapur.